Typique. C'est stupide. Alors, bonjour tout le monde. C'est fait comme. Merci d'être venu, même de très loin, certains. Ja, es sind sicher viele von weit her gekommen. Et j'aimerais vous dire aussi que dans le temps où j'étais au Bangladesh, avec le premier contact avec mon ange, ich möchte euch sagen, dass in der Zeit, dass ich immer Bangladesh war, mit dem ersten Kontakt, den ich mit meinem Engel hatte, mon ange a écrit que tu vas aller en Suisse semer les graines de Dieu. Und mein Engel hat zu mir gesagt, du wirst in die Schweiz gehen und du wirst die Saat Gottes sehen. Dans votre pays, le premier pas. Und in eurem Land, der erste Schritt. Et alors, j'étais très étonnée parce que le travail de mon mari ne nous amenait jamais dans des pays développés. C'était toujours des pays sous-développés. Ja, und als ich gehört habe, dass es in die Schweiz geht, habe ich gestaunt und habe gesagt, mein Mann und ich waren immer in verschiedenen unterentwickelten Ländern, aber jetzt rein in die Schweiz zu gehen, in ein entwickeltes Land. Mais après une semaine, mon mari arrive et me dit, tu sais, il y a un travail en Suisse qui me demande d'aller en Suisse. Und mein Mann hat zu mir gesagt, ja, weißt du, man hat mich gebeten, in die Schweiz zu kommen und dort hat es Arbeit für mich. Le siège de ce travail, c'est en Suisse. Und der Sitz meiner Arbeitsstelle, der ist in der Schweiz. À Glon. In Glon. Voilà. Et alors la prédiction de l'ange se vérifie dans une semaine. Ja, und die Voraussagung meines Engels hat sich während, also innerhalb von einer Woche bewahrheitet. Et j'ai fait mes premiers pas de témoignage en Suisse. Und ich habe die ersten Schritte meines Zeugnisses in der Schweiz getan. Et mon premier témoignage, c'était grâce au chemin de le chemin qu'il a dessiné, Dieu commence à quoi sortir ce message, il a tout fait lui-même. Ja, Gott selbst hat alles gemacht, damit ich dann Zeugnis geben konnte über die Botschaften, die er mir seit Jahren gegeben hat. La première réunion, c'était au Valais. Und die erste Versammlung war in Paris. Et là, j'avais jamais parlé de Dieu avant ça. Und vor diesem Ereignis hatte ich noch nie über Gott gesprochen. J'étais pétrifiée. Ich war wie versteinert. Voller Angst. Moi qui n'ai jamais parlé de Dieu, même pas prononcé son nom, maintenant, je dois aller parler. Ja, und ich, der noch nie über Gott gesprochen hatte und seinen Namen ausgesprochen hatte, muss jetzt über Gott sprechen. Je vois la salle, il y avait 300 personnes. Und in dem Saal hatte es 300 Leute. Je suis allé dans l'église à côté. Und ich bin in die Kirche nebenan gegangen. Et j'ai parlé à Jésus. Und ich habe zu Jesus gesprochen. Je lui ai dit, je n'ai jamais cherché ceci. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich habe das nie gesucht. C'est toi qui m'as mis là-dedans. Und du hast mich aber hier rein Alors, gewollt. Aide-moi à parler, also sans peur. Also hilf mir, ohne Angst zu sprechen von diesen Leuten. Et voilà, je suis parti de l'église, je rentre dans la salle. Also ich bin dann in die Kirche gegangen, ich bin rausgegangen dort und bin in den Saal reingegangen. Et j'ai senti une chaleur en moi, une rassurance en moi. Ja, und da habe ich beim Eintreten habe ich eine Wärme in mir empfunden und eine Gewissheit und Sicherheit. Tout le trac est parti. Und die ganze Angst, alles ist weggefallen. Et je savais de ce que je, quand je vais témoigner, même si je ne parle pas bien le français,
Je suis sûr que ce que je donne sera accepté parce que ça vient du Seigneur. Ja, und weshalb wollte er in der Schweiz beginnen mit meiner Mission? Und ich bin 11 Jahre lang nachher in der Schweiz verblieben. Und ich habe Gott nicht gefragt, weshalb hast du mich jetzt diese 11 Jahre da in der Schweiz gelassen? Ich habe ihn nicht gefragt, weil er hätte es mir gesagt, wenn es wichtig gewesen wäre. Alors, quand je reviens en Suisse, c'est comme si je reviens chez moi. Also, wenn ich in die Schweiz komme, das ist es für mich, wie wenn ich nach Hause komme. Voilà, je sens à la maison ici. Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Le Seigneur m'a demandé ceci. Der Herr hat mich das Folgende gebeten. Pour faciliter la traduction, on a mis tout par écrit. Sorry. Ja, um die Übersetzung auch zu vereinfachen, haben wir auch das schriftlich festgehalten. Alors, le Seigneur m'a demandé ceci. Faites-nous, qui est la Sainte Trinité, connaître au monde et rappelez-leur que la parole de Dieu est vivante et active. Proclame Christ ressuscité, suprême en tout et au-dessus de tout, et qu'il vient en vos jours. Rappelez l'espérance et la promesse. Der Herr hat von mir das Folgende verlangt. Mach uns, die heilige Dreifaltigkeit, der Welt bekannt und erinnere sie daran, dass das Wort Gottes lebendig und aktiv ist. Verkünde einen auferstandenen Christus, der in jeder Hinsicht und über allem hoch erhaben ist und dass er in diesen Tagen kommt, um euch an die Hoffnung und an die Verheißung zu erinnern. Oui, l'espérance, la promesse, c'est-à-dire le retour imminent du Christ. Ja, und die Hoffnung ist die baldige Wiederkunft Christi. Et aussi la Sainte Vierge, dans un de ses messages, nous dit ceci: Je vous appelle aujourd'hui pour vous encourager tous. Nos appels se répandent sur tout ce monde ténébreux, ce monde de détresse et d'angoisse qu'est devenu votre ère. Je demande solennellement à chaque un de méditer pourquoi Jésus et moi vous exhortons de tant de façons différentes et en de si nombreux endroits du monde. Nous appelons à la conversion. Nous sommes comme des parents affolés qui prennent tous les moyens pour vous atteindre et vous avertir. Vous qui êtes nos enfants bien-aimés, prenez à cœur nos avertissements et nos appels. Und auch die Jungfrau Maria sagt uns in einer ihrer Botschaften: Heute rufe ich euch, um euch alle zu ermutigen. Unsere Aufrufe breiten sich über diese dunkle Welt aus, diese Welt in Not und Seelenqualen, zu der euer Zeitalter geworden ist. Ich bitte feierlich jede Seele, darüber zu meditieren, weshalb Jesus und ich euch ermahnen, auf so viele verschiedene Arten und an so zahlreichen Orten in der Welt, und wir euch zur Umkehr aufrufen. Wir sind wie erschrockene Eltern, die alle Mittel ausschöpfen, um euch zu erreichen und euch zu warnen. Ihr, die ihr unsere vielgeliebten Kinder seid, nehmt euch unsere Warnungen und unsere Aufrufe zu Herzen. Die Gnade, die Dieu nous donne pendant notre ère, sont si grandes
qu'elles attirent ceux qui sont en chemin vers l'éternité et vers Dieu. Et ces fidèles rentrent après dans le mystère de la vie. Ils entrent dans cette communion que Saint Jean l'apôtre nous parle à la fin du livre de l'Apocalypse, que Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Je vais renouveler toutes choses. Die Gnaden, die Gott uns während unserem Zeitalter gewährt, sind so groß, dass sie jene anziehen, die auf dem Weg in die Ewigkeit sind, auf Gott zu. Und diese Getreuen kehren dann zurück in das Mysterium des Lebens. Sie treten in diese Verbundenheit ein, von der der heilige Johannes, der Apostel, spricht. Am Ende des Buches der Offenbarung des Johannes, er sagt, dann wird Gott bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird mit ihnen sein. Ich werde alles erneuern. Dieu se manifeste dans notre époque comme jamais auparavant dans l'histoire. Et je suis sûre que tout le monde a remarqué qu'il y a plusieurs apparitions de la Vierge, même de Jésus. Et il va même chez les non-chrétiens. Il apparaît à eux, il est converti. Des juifs, des musulmans, il est converti. Alors il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si Saint Jean... Ja, Gott manifestiert sich in unserem Zeitalter wie niemals zuvor. Und ja, ihr seht, es gibt so viele Erscheinungen wie niemals zuvor. Gott spricht auch in Fatima also verschiedene Erscheinungen. Und das ist so imminent, dass sein Wort in die Welt eingetragen wird. Oui, mais les non-chrétiens aussi. Ah ja, und er spricht auch, Entschuldigung, zu den Ungläubigen. Voilà, il les convertit. Und er bekehrt sie. Oui. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que le pape Jean XXIII, und auch der Papst, der Johannes der 23. prié pour l'unité. Er hat für die Einheit gebetet. Et il priait pour une deuxième Pentecôte. Und er hat für ein zweites Pfingsten gebetet. Et voilà que ça se réalise. Und hier und jetzt geschieht das. On est dans la deuxième Pentecôte. Ça commence, c'est pas tout à fait au fond, mais ça commence. Ja, dieses zweite Pfingsten beginnt. Es ist noch nicht zu Ende, aber es beginnt. À cause de ces manifestations de Dieu. Und aufgrund dieser Manifestationen Gottes. Qu'il approche avec des révélations les gens, il approche des messages. Ja, und Gott, der uns, Gott nähert sich uns mit seinen Botschaften, mit seinem Wort. Et avant 30 ans, il n'y avait pas ça. Ja, pas tellement. Vor 30 Jahren hatte es das noch nicht. Maintenant, il y a multiplication. Aber jetzt gibt es eine Vervielfachung dieses Phänomens. Il y a le Saint-Esprit se déverse sur nous. Ja, der Heilige Geist gießt sich aus über uns. D'une manière extraordinaire, ich spreche. Außergewöhnliche Weise geschieht das. C'est clair que Dieu est en train de renouveler sa création et de faire toutes choses nouvelles, comme une préparation pour le retour de son Fils Jésus-Christ. Es ist klar, dass Gott dabei ist, seine Schöpfung zu erneuern und alle Dinge zu schaffen, neu zu schaffen, wie eine Vorbereitung auf eine auf die Rückkehr seines Sohnes Jesus Christus. Vous allez demander des signes. Comment est-ce qu'on sait que les signes sont les multiplications des apparitions dans le monde entier? Und ihr werdet jetzt fragen, was ist das? Aber es sind eben diese Zeichen der Vervielfachung der Erscheinungen in der ganzen Welt. Certaines grandes et bien connues et d'autres manifestations plus petites et même pas connues. Ja, und einige davon sind groß. Und andere sind offensichtlich kleiner und weniger bekannt. Et Dieu est en train de répandre son Saint-Esprit sur toute l'humanité pour faire toutes choses nouvelles à travers notre repentir. Gott
Gott ist daran, seinen Heiligen Geist über die ganze Menschheit auszugießen, um alle Dinge durch unsere Reue neu zu schaffen. Au jour du jugement, le Seigneur a dit: Nous ne pourrons pas dire à Dieu qu'il n'a pas montré en notre temps sa miséricorde et qu'il n'a pas partagé ses desseins. Am Tag des Gerichts können wir Gott dann nicht zurufen, dass er in unserer Zeit seine Barmherzigkeit nicht gezeigt hat und er uns seine Absichten nicht mitgeteilt hat. Pas plus que nous ne pouvons prétendre que nous ne l'avons pas entendu dans ses appels urgents, ni que nous n'avons pas compris ce qu'il nous demande. Wir können auch nicht vorgeben, dass wir ihn mit seinen dringlichen Aufrufen nicht gehört haben. Wir können auch nicht vorgeben, dass wir nicht verstanden haben, was er von uns verlangt. Oui, mais on se demande, comment se fait-il encore que tant de personnes n'aient pas reconnu les signes des temps de notre époque? Ja, aber wie kann es sein, dass so viele Leute diese Zeichen der Zeit in unserer Zeit nicht erkannt haben? Nous ne pouvons pas rejeter ces signes qui viennent de l'Esprit Saint. Wir können diese Zeichen des Heiligen Geistes nicht zurückweisen. Et pourtant, certains le font. Und doch, gewisse Leute machen genau dies. Car ils ont perdu, le Seigneur dit, ils ont perdu le sens du surnaturel et ne croient qu'au naturalisme, ce qui est un péché grave. Und doch, denn sie haben die Bedeutung, das Empfinden des Übernatürlichen verloren und glauben lediglich an den Naturalismus, was eine schwere Sünde ist. Quand on juge une révélation des messages qui disent ce n'est pas de Dieu parce qu'il n'y a rien de surnaturel, quand ils disent ceci, ja, wenn man eine Offenbarung beurteilt, das uns sagt, da gibt es gar nichts Übernatürliches darin. Quand ils disent que ce n'est pas Dieu, il n'y a rien de surnaturel, wenn man dann sagt, da gibt es nichts von Gott drin, da gibt es nichts Übernatürliches. Il faut que vous leur demandez, expliquez-moi ce que c'est le surnaturel. Und dann müsstet ihr diese Person fragen und sagen, ja, erkläre mir, was das heißt, das Übernatürliche. Le surnaturel est quand Dieu nous donne des grâces spirituelles. Par exemple, quand il parle dans une apparition ou dans une révélation qui pénètre dans les profondeurs de notre esprit, causant en un instant un changement radical. En un instant, on se retrouve comme une crêpe, c'est-à-dire on n'était pas du tout converti, on n'allait pas à l'église, mais d'un coup, quand on entend les paroles qui viennent d'en haut, dans un instant, on se convertit, on s'ouvre. Ça, c'est le surnaturel. Ja, das Übernatürliche ist, wenn Gott uns geistige Gnaden schenkt. Zum Beispiel, wenn zu uns spricht, während einer Erscheinung oder in einer Offenbarung, die in die Tiefen unseres Geistes eindringt und in einem Augenblick eine radikale Wende verursacht. Ja, wie wenn man eine Omelette umdreht, dass man einfach da ist und vom Wort Gottes getroffen ist und auf in einem Augenblick diese Bekehrung erlebt. Ja, ils ont envie de repentir, un repenti. Ils veulent louer Dieu. Ils ont soif du Christ. Ils ont soif pour l'Eucharistie. Ça, c'est les grâces, ça, c'est le surnaturel qui est venu sur une personne qui était morte spirituelle. Ja, und diese radikale Bekehrung, dann erlebt man die Reue, dass man vor Gott bereut, den Lobpreis und dass man sich nach Gott und Christus dürsten und die Eucharistie, dass man das kennenlernen möchte. Das sind die Zeichen einer wahrhaftigen Bekehrung. Alors toute œuvre de grâce qui vient de Dieu est appelée surnaturelle. C'est l'action du Saint-Esprit. Also jedes Werk der Gnade, welche von Gott kommt,
wird als übernatürlich bezeichnet. Dies ist das Wirken des Heiligen Geistes. Mais lorsque nous rejetons le surnaturel, l'ignorant, nous rejetons les grâces du Saint-Esprit et nous finissons par être stériles et silencieux comme des sépulcres dans un vaste cimetière. Weil wir jedoch das Übernatürliche zurückweisen, es ignorieren, weisen wir die Gnaden des Heiligen Geistes zurück und enden dann damit, dass wir steril und still sind. Wie die Gräber in einem großen Friedhof. Le Seigneur dit dans un message donné en 1991, je viens placer mon royaume au milieu de vos cœurs. Notre présence par cet appel est miséricorde, notre présence parmi vous est bonté et tendresse. Der Herr sagt in einer Botschaft, 1991. Ich komme, um mein Königreich inmitten eurer Herzen einzusetzen. Unsere Gegenwart durch diesen Ruf ist Barmherzigkeit. Unsere Gegenwart unter euch ist Güte und innige Zärtlichkeit. En 1997, le Seigneur dit, je déverse sur vous mon trésor inépuisable comme des cascades de torrents sur les montagnes et dans les vallées, pour vous rendre fort dans votre amour et prêt pour mon royaume. En 1995 sagt der Herr, wie mit niederstürzenden Wasserfällen überschütte ich euch mit meinem unerschöpflichen Schatz, meines heiligsten Herzens. Er ergießt sich über Berge und Täler, um euch stark in eurer Liebe und bereit für mein Reich zu machen. Il dit, je vous ai offert durant ces dernières années tout ce que le ciel a offrir. Aussi, dites-moi, qu'aurais-je pu faire de plus pour vous sauver, que je n'ai pas fait? Er fährt fort. Ich habe euch in den letzten Jahren alles angeboten, was der Himmel anzubieten hat. Sagt mir also, was hätte ich nicht noch tun können, um euch zu retten, was ich nicht schon getan habe. Le Seigneur nous dit que si le monde souffre et est en flammes et affligé par les guerres et les malheurs, c'est que le monde attire tout ce mal par le péché, par son immoralité, son orgueil, en soufflant, en souillant son âme qui était créée par Dieu. Der Herr sagt uns, dass wenn die Welt leidet und in Flammen steht und durch Kriege und Unheil heimgesucht wird, dann ist es die Welt, die all dieses Böse anzieht, durch die Sünde, durch ihre Verderbtheit, Unmoral, ihren Stolz, indem sie ihre Seele beschmutzen, die von Gott geschaffen wurde. Les catastrophes et les guerres sont attirées par la haine et la division entre nous. Et le préjudice, et ce n'est pas Dieu qui nous envoie tout cela quand certaines personnes disent « Ah, il est en train de nous châtier ». Dieu nous dit clairement que le mal attire le mal. C'est nous qu'on s'autodétruit. Die Katastrophen und die Kriege werden durch den Hass und die Spaltung unter uns und den Vorurteilen herbeigezogen. Und es ist nicht Gott, der uns all dies schickt. Gott sagt, das Böse zieht das Böse an. Notre génération se rebelle de plus en plus envers Dieu. Et le monde, dit le Seigneur, refuse de donner gloire à Dieu, mais plutôt être se glorifier soi-même. Unsere Generation rebelliert mehr und mehr gegen Gott. Die Welt sagt der Herr, weigert sich, Gott die Ehre zu geben. Sie liebt es vielmehr, sich selbst zu verherrlichen. Dans cette flagrante apostasie,
Dieu nous approche d'une manière ou d'autre pour raviver ce qui est mort, unir ce qui est divisé, réparer ce qui est brisé, donner de l'espoir là où il y a le désespoir, afin que cette petite flamme qui subsiste encore en nous ne s'éteigne pas complètement. In diesem unverhüllten Glaubensabfall nähert sich uns Gott auf verschiedene Weisen, um zu beleben, was tot ist, zu einem, was voneinander getrennt ist, wieder instand setzen, was zerschlagen ist, um Hoffnung zu geben dort, wo Verzweiflung herrscht, damit diese kleine Flamme, die immer noch in uns fortbesteht, nicht völlig auslöscht. Nous devons tous nous sentir responsables de cette apostasie, cette perte de foi qui est venue par la complaisance, l'indifférence envers Dieu, mettant toute chose matérielle avant Dieu et par conséquence a dévasté le corps mystique du Christ. Wir alle müssen uns für diesen Glaubensabfall verantwortlich fühlen, diesen Verlust des Glaubens, die gekommen ist durch Gefälligkeit und Gleichgültigkeit Gott gegenüber, indem man alle materiellen Dinge über Gott stellt und damit den mystischen Leib Christi verwüstet. N'avez-vous jamais demandé pourquoi tant de cathédrales et des églises se vendent continuellement? C'est parce qu'elles sont vides, car elles ont perdu leurs fidèles. La vente des cathédrales et des églises vont continuer à être dans le marché à cause de l'apostasie. Nous pouvons arrêter cette apostasie. Le Seigneur nous dit, si nous nous répandons. Habt ihr euch nie gefragt, weshalb die Kathedralen und Kirchen unentwegt verkauft werden? Es ist, weil sie leer sind, weil sie ihre Gläubigen verloren haben. Der Verkauf von Kathedralen und Kirchen wird weitergehen, aufgrund des Glaubensabfalls. Also, man muss sich für Gott entscheiden und durch unsere Gebete können wir alles verändern. Aber wie? Durch die Reue. Donc, il faut vraiment se décider pour Dieu et à travers nos prières. Ja, und wir müssen uns für Gott entscheiden, weil durch unsere Gebete können wir alles verändern. Les chrétiens qui ne prient pas et qui n'ont aucune relation avec Dieu et ne suivent pas les saints sacrements de l'Église ne vivent pas dans la vraie vérité et dans la vraie vie en Dieu, car ils ont choisi à être comme une matière inanimée, semblable à des sépulcres. Die Gläubigen, die nicht beten und die keinerlei Beziehung mit Gott haben und die die heiligen Sakramente der Kirche nicht leben, leben nicht in der Wahrheit und im wahren Leben in Gott, denn sie haben selbst gewählt, so zu sein wie leblose Materie, die ähnlich wie Gräber sind. Certains disent qu'il faut améliorer le monde d'abord. Mais comment l'améliorer s'ils ne se convertissent pas? Certains parlent de faire la paix au monde. Mais ont-ils d'abord fait la paix avec Dieu? Et là, je me souviens... Gewisse Leute sagen, man müsse die Welt sofort bessern, aber wie sie ändern, wenn sie sich nicht bekehren? Gewisse sprechen darüber, Frieden mit der Welt zu machen. Haben sie jedoch zuvor Frieden mit Gott geschlossen? Je me rappelle au début, quand j'étais encore avec mon ange. Also ich erinnere mich ganz in den Anfängen, als ich mit meinem Engel zusammen war. Mon ange venait me dire, fais la paix avec Dieu, fais la paix avec Dieu. Il répétait, fais la paix avec Dieu. Mon ange
Engel sagte zu mir, mach Frieden mit Gott, schließ Frieden mit Gott. Et je ne comprenais pas. Und ich hab's nicht erfasst. Je disais, mais je ne fais pas la guerre avec Dieu, donc je l'insulte pas, je ne fais pas la guerre avec Dieu. Ich habe zu mir gesagt, ja, ich mache doch keinen Krieg gegen Gott, ich bin doch im Frieden mit Gott. C'est faire la guerre avec Dieu, quand on prie pas, on suit pas la loi de Dieu, ni les commandements, ni la tradition, ni aller à l'église, ni... Je faisais tout ça, et je me disais, mais je ne fais pas la guerre avec Dieu. Ich habe gesagt, zwar gesagt, ich mache keinen Krieg gegen Gott, aber wenn man nicht betet, wenn man Gott keine Ehre gibt, wenn man die Tradition nicht anschaut, die nicht in die Kirche geht, seine Gebote nicht einhält, dann ist es wie Krieg machen gegen Gott. Je ne pratique pas ma foi. C'est ça faire la guerre avec Dieu. Ich habe meinen Glauben nicht ausgeübt zu seiner Zeit. Deshalb habe ich Krieg gemacht gegen Gott. Mon ange répétait, fais la paix avec Dieu. Oui. Ja, mein Engel hat zu mir gesagt, ja, schließ Frieden mit Gott. Donc il faut une révolution d'amour pour se convertir et redécouvrir Dieu, notre Père, et en aimant, on peut tout faire. Es braucht eine Revolution der Liebe, damit man sich bekehrt und Gott, unseren Vater, wieder entdeckt. La paix, pardon. Und indem man liebt, kann man alles machen. La paix au monde va se rétablir et l'amour vaincra la haine. Alors, l'impossible deviendra possible, car rien n'est impossible à Dieu. Der Friede in der Welt wird wiederhergestellt und die Liebe wird den Hass bezwingen und so wird das Unmögliche möglich werden, denn für Gott ist nichts unmöglich. Ainsi Dieu, dans sa miséricorde, vient corriger et renouveler ce monde. Il vient avec tendresse pour changer nos cœurs. C'est un Père tendre, approchable, doux et paternel. N'ayez pas peur, Dieu de Dieu. Ayez peur de lui seulement si vous vous rebellez contre lui. Also. Gott in seiner Barmherzigkeit kommt, um die Welt zu verbessern und zu erneuern. Er kommt mit Zärtlichkeit, um unsere Herzen umzugestalten. Er ist ein zärtlicher Vater, nahbar, zugänglich, sanftmütig und väterlich. Dieu se penche d'en haut pour nous rappeler nos véritables fondations et qu'on lui appartient. Habt keine Angst vor Gott, fürchtet ihn nur, wenn ihr gegen ihn rebelliert. Er neigt sich herab aus der Höhe, um uns an unser wahrhaftes Fundament zu erinnern. Und dass wir ihm angehören. Er kommt, um unsere Seelen zu entgiften und läutern. Il fait tout pour nous atteindre et nous sauver, nous éduquer. Et nous former en apôtres de cette fin des temps et témoigner en son nom. Il nous a choisis. Nous ne l'avons pas choisi. Il enrôle ceux qui sont prêts pour aller et porter des fruits qui durent. Er kommt, macht unsere Seelen zu entgiften. Er macht alles, um uns zu erreichen und zu retten, um uns zu erziehen und uns zu Aposteln dieser Endzeit zu formen und auf das wir in seinem Namen Zeugnis geben. Er hat uns ausgewählt. Wir haben ihn nicht erwählt. Er zieht jene an sich, die bereit sind, um herauszugehen und Früchte zu tragen, die fortbestehen. Moi, j'aimerais vraiment passer mon expérience avec Dieu le Père à tout le monde, à chaque réunion, à chaque conférence. Und ich möchte meine Erfahrung mit Gott Vater mit euch teilen, mit in jeder Konferenz, die ich gebe.
Parce que ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu avec le Père, c'est difficile à s'exprimer, à l'exprimer. Ja, weil die Erfahrung, die ich mit dem Vater gemacht habe, das ist schwierig auszudrücken. Je me répète toujours, mais ça vaut la peine parce qu'il y a peut-être même des gens ici qui n'ont jamais entendu mon témoignage. Ja, vielleicht haben einige Leute hier meine Zeugnis noch gar nie gehört. C'est que quand le Père a parlé pour la première fois, ja, als Gott, der Vater, das erste Mal zu mir gesprochen hat, il a dit simplement, je suis ton Père. Hat einfach nur gesagt, ich bin dein Vater. Mais quand c'est, puisque c'était Dieu qui parlait, et il a dit, je suis ton Père. Und weil Gott gesprochen hat und er gesagt hat zu mir, ich bin dein Vater. C'était comme s'il me gravait sur mon cœur qu'il n'y a pas de doute, c'est le Père de tout le monde, de cette création. Je le sentis très paternel, comme si je le connaissais. Und als er gesprochen hat, hat sich das so fest in mein Herz eingraviert, dass es klar war, er ist der Vater von mir, er ist der Vater von uns allen, von jedem auf dieser Welt. Comme si je l'avais rencontré une fois. Wie wenn ich ihn schon einmal getroffen hätte. C'était l'ambiance d'une famille, la famille. Es war die Atmosphäre eine Familie. Et je me sentis chez moi. Und ich habe ihn bei mir gespürt. Mais son le ton de sa voix était si douce, paternelle. Aber seine Stimme war so süß, so lieb und so väterlich zu mir. Et quand il a dit, je suis ton père, tu descends de moi. Und dass er sagte, ich bin dein Vater, du stammst von mir ab. Tu viens de moi. Du kommst von mir. Tu m'appartiens. Du gehörst mir. Tu es ma semence. Du bist meine Saat. Il disait tout ça. Er sagte all dies. Et de plus en plus, je me sentais que oui, il n'y a pas de doute. Avant mon père de la terre, c'est lui. Und ja, da merkte ich, es gibt keinen Zweifel, er ist mein Vater vor meinem irdischen Vater. J'aimerais vous passer cette expérience à vous parce qu'il le dit à tout le monde, à travers moi. Il dit, enlevez le nom de votre soleil, mettez votre nom. Ja, und der Herr sagt es nicht nur zu mir, er sagt es zu euch allen. Und in den Botschaften nehmt meinen Namen aus und setzt euren Namen ein. Et bon, après ceci, il m'a fait demander de lui prier de notre Père. Alors là, j'étais contente. Und da war ich zufrieden. Parce que je connaissais cette prière de mon école. Weil ich schon aus Schulzeiten dieses Gebet des Vaterunser kannte. Alors, bon, je lui ai dit en anglais naturellement. Oui, ja. Je lui ai dit vite. Oui, ja, ich habe ihm gesagt. Et il a dit tout gentiment, mais avec tendresse, parce que c'est pas bon. C'est pas bon, tu étais trop vite. Ja, und ich habe ihm das Vaterunser vorgesagt und er hat gesagt, das war nicht gut, du warst zu schnell. Alors, dis-le encore une fois. Und da hat er gesagt, sag es mir nochmal. Je l'ai dit, mais plus doucement. Und dann habe ich es wiederholt, dieses Gebet. Und et encore, il a dit, c'est pas bon. Hat er wiederum gesagt, ja, tu bouges. Das war nicht gut, du hast dich bewegt. Alors, bon, je l'ai béni encore une fois. Habe ich es nochmal gesagt. Et encore, il a dit, c'est pas bon. Nochmal, und hat gesagt, es ist immer noch nicht gut. Et alors, j'ai répété. Habe ich wiederholt. Peut-être 50 fois. Etwa 50 Mal. Et encore, il disait, c'est pas bon. Dann hat immer noch gesagt, nein, es ist nicht gut. Finalement, j'ai compris ce qu'il fallait que je pense à chaque mot que je lui ai dit. Si on dit notre Père, il faut
savoir que, il faut savoir que oui, il est notre Père, hein, parce qu'on connaît cette prière. On dit notre Père comme un perroquet et puis on pense à autre chose. Parce que parfois, on le dit sans penser. Parce qu'on connaît cette prière. Alors, quand on dit notre Père, il faut savoir qu'il est notre Père. Il faut le sentir. Oui. Ja, aber wenn, plötzlich habe ich realisiert, ja, man muss jedes Wort im Herzen meinen, zu Gott sprechen. Man muss wissen, dass er unser Vater ist und auch wirklich spüren, dass er unser Vater ist und nicht wie ein Papagei dahin plappern und sagen, irgendwelche Worte ausplappern, sondern wirklich meinen, ja, du bist mein Vater, unser Vater. Et il ne faut pas avoir peur de Dieu. Wir müssen keine Angst vor Gott haben.